Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören. Aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End. Aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Das ändert es, wenn ich dich belüge. Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Tja, was für ein Anfang. Was für ein Anfang bei The Whispering World. Ich werde das mit euch jetzt in den nächsten Wochen spielen. Naja, schauen wir sich hier mal genüsslich um. Hier haben wir einen. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Ach, das wäre ja so. Na, habe ich die. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Das ist eine Anleitung, die du mir später brauchen wirst. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Der Rest wird schon. Das ist eine Anleitung, was du mir später vielleicht brauchen könntest. Naja, schauen wir sich ein bisschen weiter um da. Was haben wir da? Herd. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Da haben wir Herd. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Das ist einmal später wichtig. Das ist ein Loch da. Da haben wir die Wäsche. Da haben wir die Schublade. Ah, was ist da? Kann es nicht öffnen.
Er kann sie nicht öffnen. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Irgendwie müssen wir da jetzt in die Schublade. Das heißt, dass wir sie einmal anschauen, was da drin ist. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Jetzt ist natürlich eines. Viele wissen nicht, wie man das Inventar vielleicht öffnet. Rechte Mausetaste. Und du hast diesen Zettel drinnen, den wir... Also rechte Mausetaste. Ganz normal anging mit der linken und dann eben auch Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Und das sind einmal die Aufgaben. Was hat er da aufstehen? Probebeginn bei Sonnenaufgang. Was heißt das? Probenbeginn bei Sonnenaufgang. Spot füttern, Publikum suchen, Kanonentrick proben, Bruno waschen, Wohnwagen aufräumen. Rübensalat proben, schlafen gehen um 21.30 Uhr, also bleibt der relativ lang offen. Was haben wir hier noch alles? Mit der Space-Taste kannst du eventuell schauen. Eventuell. Jetzt! Jetzt würde ich mich hinausbegeben. Aber schauen wir sich den Bärenkopf einmal nochmal an. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ah. Ja, mich da würde jetzt was anderes interessieren. Aha! Bingo! Das ist ein Schlüsselchen. Puh, ganz schön knapp. Ja, ich hätte dabei draufgehen können. Ja, übertreiben wir nicht. Jetzt haben wir da noch die Wäsche. Die ist momentan noch mal nicht so wichtig. Könnten wir sie anschauen. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Irgendwie ein lustiges Spiel. Irgendwie ein Liebesspiel ist das. Irgendwie ein Liebesspiel. Chadwick, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag. Genau. Ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Irgendwie... Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Cedric. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot, halt das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Ja, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir dem kleinen Kerl da... Ja. ...was zum Trinken geben. Das heißt, wir nehmen ihn jetzt in die Hand. Geben wir ihn einmal in den Eimer. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Das ist wahrscheinlich für den Wohlheiligen der Könige. Mahlzeit. Das hat er wahrscheinlich zu viel getrunken, der Wahnsinnige. Ja. Da sind sie jetzt zum Beispiel da oben, sind jetzt zwei Symbole zum Sehen.
Normalzustand zurück. Du kannst jetzt das Boot in Normal zurücksetzen, oder? In dem Sinn hast du jetzt ins Boot durch das Wasser gegeben. Du kannst da oben in Normalzustand ihm geben, oder im ob jetzt. Das heißt, jetzt ist er wieder in Normalzustand. Normalzustand, oder du hast jetzt dann einen Wasserspot. Ja, also du hast ab jetzt diese Funktion. Er hat schon genug getrunken. Jedes Mal, wenn er duscht, dann musst du ihm halt nur was zu trinken geben. Das ist ja oben, also auf der rechten Seite. Wasser, normal. Ja. Das ist für später mal wichtig in dem Spiel. Was immer mit dem unterhalten. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Was haben wir da jetzt alles? Wann ist unser nächster Auftritt? Kann ich dir mein Hand der Clown spielen? Ich glaube, mein Albtraum haben etwas zu bedeuten. Gibt es etwas zu tun? Bis später. Ja, das ist ein Spiel wieder, wo man alles fangen darf. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ich habe eine... was hat er? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Wie wäre es mit Theater? Was haltest du von Philosophie? Irgendwas Intelligentes halt. Du hast recht, das ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Na, was ist jetzt? Ja, das mit den Gedichten ist halt jetzt eine Sache. Bum, 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 bum. Du hast recht. Sagt er, wenn er von einem Theater spielt. Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Was hältst du von Philosophie? Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Ist das auch eine geniale Idee? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Irgendwas Intelligentes. Irgendwas Intelligentes halt, Alter. Heute habe ich es wieder mit der deutschen Sprache, Aussprache. Irgendwas Intelligentes. Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht, Zirkus ist die einzige lobenswerte Unterhaltung.
Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Okay. Oder den Kanonenschuss. Oh, okay, Baby. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. Gibt es etwas zu tun? Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Gibt es etwas zu tun? Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. So, gibt es etwas zu tun? Habe ich schon gefragt, oder? Ja, gibt es... Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Ja, oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später, Haberer. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Was haben wir denn da eigentlich? Genau, schon kommen sie, Junge. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Die Hose? Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Wir könnten sie ja mal nehmen, die Hose. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Aha, okay, das geht aber nicht. Ich überlege eine echt eine Möglichkeit, was man da noch nehmen, die Schaufel. Pardon, aber das ist menschlich. Ich überlege noch kurz, was wir machen könnten. Aber ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Ciao.